Okay, Leute, kommt, gehen wir mal zum Rennmoment in Ungarn. Da ist ja sehr viel passiert und ich bin mal gespannt, was der Rennwiederholungsmoment sein wird. Wir fahren, okay, mit Aston Martin. Das Team muss mindestens 3 Punkte erzielen. The pressure is... Warum steht es nur auf Englisch da? The pressure is mounting as teams battle for every available championship point. Ja, wird immer umkämpfter hier, die Punkte. Und am Hungaroring versuchen wir jetzt 3 Punkte zu holen. So, Abfahrt. So. Ah, es steht immer noch auf Englisch. Okay, never mind. Wir probieren einfach Sachen. Also erstmal Motor direkt hochpushen. Okay. Wait, da steht, dass er Mediums... Hat er Mediums oder Soft jetzt? Er hat Mediums. In dieser Grafik stehen Softs. Okay. Also wir müssen irgendwie vor Yuki Tsunoda bleiben. Sollte aber machbar sein, oder war der schon an der Box? Oh, der war schon. Okay. Dann wird das doch ein bisschen lustiger als gedacht. Stroll muss pushen, Alonso muss pushen. Wir müssen weg von Yuki Tsunoda. Alter! Ja, wir geben gerade Perez mächtig Konkurrenz hier. Russell dürfte auch noch in die Punkte kommen. Ja, wir müssen P9 und P10 holen. Frage ist natürlich, ob wir das jetzt schaffen. Ich muss irgendwie mit Mediums oder mit Softs arbeiten. Weil ich glaube... 24 Runden Lebensdauer. Ich glaube halt, die Harten halten nicht lang genug durch. Bei Alonso habe ich auch nur noch die Harten über. Das ist nicht gut. Moin Reason. Was geht? Okay. Also gucken wir mal, was wir jetzt machen. Yuki Tsunoda auf jeden Fall dran. Das ist eine schwierige Challenge, würde ich mal behaupten. Oh, Perez überholt Alonso. So, Stroll soll sich mal ein bisschen breiter machen, bitte. Alonso vor ihm, 2,5 Sekunden entfernt. Muss harte Reifen bei Alonso mitnehmen. Ich kann hier keine Softs nehmen. Dann pushen wir noch eine Runde mit Alonso. Sollte jetzt Russell 8er werden. Ja, können wir auf 9 und 10 landen. Okay, Stroll. Lassen wir auf neutral. Okay, der wurde auch direkt von Russell gecatcht. Nicht gut. Okay. Ja, 77% Reifen nur noch bei Yuki Tsunoda. Dann holen wir jetzt mal Alonso rein. So, Stroll pusht gerne weiter. So, Reifen schnell gewechselt und Abfahrt. Moin moin Bowie. Und Robin, danke für den Follow dir. Okay. Überholaggression muss hoch sein. Fokus legen wir natürlich auf Tempo. So. Stroll müsste auf jeden Fall vor Hülkenberg wieder rauskommen. Nach dem Stopp. Das ist gut. ...1,8 Sekunden von Alonso zu Ricciardo. Ey, wenn Tsunoda gut dranbleiben kann an Russell, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, Russell kann ihm da davonziehen. Tut er jetzt auch. Sehr schön. Aber lass uns Stroll gerne noch eine Runde pushen.
Nächste Runde geht's rein. Und PDL, vielen Dank dir für den 10. mit Prime. Ehre und moin moin. Ahmed, ob sich das Spiel lohnt, wenn du einen Vorgänger hast, das musst du selbst wissen. Ich finde, der ist spaßig, der Ableger. Aber ich sag's immer wieder gern, es könnte auch dran liegen, dass ich den Vorgänger halt nicht so richtig gezockt habe. Also F1 Manager 23 dann. Könnte auch daran liegen. Und moin Kölner Mai. Okay, könnte Alonso jetzt... Okay, Stroll, Box und Alonso ist dran. So, der soll bitte auch schnell an Ricciardo vorbei. Dann haben wir noch 11,5 Sekunden zu Yuki Tsunoda, schätze ich mal. Das wird wahrscheinlich nicht der Abstand zu Stroll sein, oder? Komm schon. Zieh durch, Minion! Oh, Stroll leider direkt hinter Bottas. Oh, zieht er da durch? Nee. Aber Alonso vorbei an Ricciardo und 16 Sekunden hinterher. Boah, die Reifen von Yuki Tsunoda werden aber zum Ende hin auch ein bisschen Wurst sein. So, Alonso ist durch. Abfahrt. So, machen wir mal auf Aufladung. Und Stroll kann hier gerne... Was macht er denn? Ach, Überrundung, okay. Ah. Ja, sie. Sehr gut. Robert Stroll ist so weit hinterher. Das wird doch nie und nimmer reichen. Für den 10. Platz. Ihm fehlen 11 Sekunden zu Alonso. Er hat frischere Reifen, aber... Keine Ahnung. Moin Dömsche, was geht, Schatzi? Komm schon. Alonso haben wir mal ein bisschen was sparen lassen. 13 Sekunden nach vorne. Gut, Stroll, für ihn gilt halt jetzt erstmal pushen, pushen, pushen. 6 Sekunden. Ich möchte halt mal gucken, ob das der richtige Ansatz für die Strat ist. Ich behaupte mal schon. Oh, Perez. War in der Box, ist aber trotzdem vorne geblieben. Ja, nevermind. Stroll ist dran an Ricciardo. Ich glaube, Ricciardo pusht so ein bisschen, damit Stroll im Zweifel nicht vorbeikommt. Stroll ist halt zu nah dran. Im Zweifel, dass er sich da noch groß verteidigen kann. Alonso vor Russell. Oha. Jawohl, stark von Stroll. Wow. Stand jetzt aber 2 Punkte. Wir müssen mal gucken, ob wir eventuell auf die 3 auch hochkommen. Perez kommt hoffentlich schnell an Tsunoda vorbei und durch. Boah, jetzt vorbei ist mir egal. Boah, jetzt Lubix. Hauptsache er hat keinen DRS, keinen Windschatten. Alonso mit 77% auf den Reifen. Ich check mal ganz kurz so ein bisschen ab, wie der Reifenabrieb sich entwickelt. Aktuell sind wir ungefähr bei der Kurve. Okay. Okay, dann kann Alonso ja jetzt ein bisschen weiter pushen erstmal. Jopia, du kannst ja mal Ausrufezeichen 400 oder Ausrufezeichen 500 eingeben. Da gibt es auch so Bundles. Ha. Also ich sag mal so, wenn Alonso P8 holt, hätte ich auch nichts groß gegen. Frage ist halt nur, ob wir wirklich Russell toppen können. Aber so wie Tsunodas Reifenabrieb gerade ausschaut, könnte der das Rennen, glaube ich, so nicht mal richtig beenden. Energierückgewinnung. Kurz mal ein bisschen Motortemperatur entspannen lassen.
So. Energierückgewinnung hier jetzt. So, send it. Mach's nicht wie Verstappen. Sehr schön. Und weg. Moin, Specs Time. Moin, moin, Sven. Na, wie geht's? Och, gut. Danke der Nachfrage. Wenn Alonso das Ding hier jetzt rockt, dann geht's mir noch besser. Etwa 11,5 Sekunden zu Yuki Tsunoda, der jetzt an die Box geht. Ja gut, also in Natura hat er es ja geschafft, mit einer Einstopp durchzufahren. Das kriegt er hier im Spiel gerade nicht hin. Und Yuki Tsunoda hat 11 Sekunden Rückstand, okay. Da muss ich hoffen, dass der das jetzt nicht aufholt. Der hat Harte mitgenommen wieder. Interesting. Ja, die Frage ist natürlich, kann Alonso P8 hier weiterhin securen? Tsunoda verliert gerade sogar noch einen Ticken Zeit zu Stroll. Und gewinnt kaum was dazu. Ich sehe es auf der Gamescom, vermutlich, ja. Das von 500 Euro ist es besser wie das G29? Ja, ist safe. Das 500er Set ist auf jeden Fall besser als das G29. Oh. Ja, und an der Stelle ein kleiner Hinweis auf, für die Leute auf YouTube. Wenn ihr ein bisschen Lenkrad-Equipment shoppen wollt, gerne über den Link in der Beschreibung machen. Das würde mich sehr freuen. So, P9 und P10 aktuell. Muss es eigentlich noch nicht mal so riskant handhaben. Auf geht's. Alonso boxt das Lap. Der Abstand zu Tsunoda dürfte ohnehin groß genug sein. Danke dir, Pierre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Wheelbase wieder in Stock haben. Bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Moin, Hendrik. Okay. Mal gucken, ob das hier den Platztausch geben wird. Wir sparen auf jeden Fall mal an allen Ressourcenenden. Und gleich gibt es dann nochmal die schnellste Runde von Alonso. Reifen muss ich ein bisschen schon warm fahren. Aber das ist der Plan. Dann haben wir halt 4 Punkte, ne? Und haben für die Challenge overdelivered. Das wäre auch nicht unbedingt schlecht. Na, eine Runde warten wir noch. Okay, you got blue flags now. Ah, aufgrund der blauen Flaggen ist Alonso ein bisschen zurückgefallen. Gut zu wissen. Ja, lass den Tsunoda aber nicht zu nah rankommen. We need to focus on the energy now. Copy. Okay, Moment. Ah, jetzt ist Tsunoda dran. Aber das ist das Coole, wenn ich jetzt mit Alonso die schnellste Runde hole, dann ist egal, was Stroll macht. Dann haben wir die Challenge. Jetzt schon 11 Sekunden verloren zu Tsunoda. Okay, irgendwo war gelb, aber nicht für Alonso. Oder hat er hier Windschatten? Abfahrt! Schnellste Runde, sehr gut. Lustig ist, ich krieg die 3 Punkte, obwohl ich hier gerade mit Stroll nicht in den Top 10 bin. Also,
wenn ich die Challenge nochmal machen würde, ich muss halt sagen, die ist doch relativ easy, weil Tsunoda halt seine Strategie nicht durchboxen konnte. Wenn man die Challenge halt nochmal macht, einfach eine 2-Stopp machen und gut ist. Bro, Stroll hat so viel Zeit verloren, das ist der Wahnsinn. Ich will den jetzt nicht nochmal rein. Wenn der die schnellste Runde holt, dann nimmt er den Punkt der Alonso weg. Dann habe ich die Challenge nicht erfüllt. Das Gute ist, hier hat keiner einen Boxenstopp Delta nach hinten. Das heißt, wir schaffen die Challenge, auch wenn anders, wenn auch anders als erwartet. Alter. Ja, und Alonso fährt das Ganze ganz entspannt zu Ende. Kann nochmal hier alles abrufen. Das ist es. Das ist es. Oh Gott, Alter. Ja. Stark. Kann man auch so machen. Finde ich gut. War eine relativ kurze Challenge und wie gesagt, verhältnismäßig dann doch einfach. Und für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bis zum nächsten und tschüss.